Das bereits letzte Beispiel zur Schwerpunktsberechnung behandelt wieder einen zusammengesetzten Körper. Wir haben es mit diesem skizzierten, dünnwandigen Kanal zu tun, der den gezeigten Querschnitt besitzt. Das Material ist jeweils gleichmäßig dick. Zu ermitteln ist die Koordinate y quer des Flächenmittelpunktes für die gegebenen Abmessungen. Die Abmessungen selbst beziehen sich dabei jeweils auf die Mittellinien der Segmente. Es bewährt sich oft, gerade wenn man so ein System mit sehr vielen Teilen hat, dass man eine Tabelle erzeugt, wo man einfach alle Größen reinschreibt, die man halt braucht. Also die Längen in dem Fall oder die Flächen, da sind es Linienschwerpunkte. Dann braucht man die Länge natürlich von den Teilstücken und die Abstände in dem Fall Y-Richtung. Die X-Richtung interessiert uns hier nicht. Das sieht man ja eh, dass das in der Mitte liegt, wenn das komplett symmetrisch ist. Und dann das Produkt aus Länge und Abstand der Einzelschwerpunkte in die Y-Richtung. Und dann kann man sie sofort einsetzend in die Formel die ganze Summe ausrechnen. Das bewährt sich oft, das so zu machen. Zuerst müssten wir aber festlegen, was man überhaupt, welche Flächen überhaupt was sind. Und da stellt man fest, naja, man hat da unten dieses Teil, das ist mein Teil 1, dann da oben, vielleicht ein bisschen größer, das ist 2, dann habe ich bis ganz hier rüber, wo die Symmetrieachse ist, 3 und da unten auch hier wieder bis zur Symmetrieachse 4 und 5. Alles andere ist symmetrisch dazu, sprich wir können einfach alles doppelt nehmen. Das ist natürlich erlaubt für die Y-Querrichtung. Die Achse liegt irgendwo da heroben, wenn wir die, weiß ich nicht, X nennen, wenn das Y ist nach unten, dann messen wir alles von dieser mittleren Achse X weg. Und dann schaut es folgendermaßen aus, dass man eben am besten so eine Tabelle generiert mit einer Zählvariable I, das sind diese Flächen 1, 2, 3, 4, 5. In dem Fall brauchen wir die Länge der einzelnen Teile. Wir brauchen einen Abstand in Y-Richtung der einzelnen Teile und wir brauchen das Produkt aus den beiden. Dann kann man wieder in unsere Summenformeln einsetzen, weil wir dividieren ja das Produkt aus Abständen mal Teillängen, die Summe aus Abständen mal Teillängen als Produkte, so, durch die Gesamtsumme der Längen. Und wenn man das alles ausrechnet, dann kann man es sofort in die Formel einsetzen. Und dann, aus Einfachheitsgründen, habe ich das Produkt noch als Wert ausgedrückt in Zentimeter Quadrat ausgerechnet. Weil dann brauche ich es gar nicht mehr in die Summe einsetzen, sondern habe sofort die Summe dessen. Dann haben wir 5, 1, 2, 3, 4 und 5 und da unten die Summe. Und die Summe brauchen wir fürs Li und für diesen Wert von Produkt Yi mal Li. Dann schauen wir mal, wie lang sind die Längen. Für das Teil 1 ist die Länge A2. Für das Teil 2 ist die Länge B1. Für das Teil 3 ist es A1 plus A1 halbe, also 1,5 mal A1. Für Teil 4 ist es B2 und für 5 ist es A1 halbe. So, das sind einmal alle Längen. Die Abstände für 1 ist B1, für 2 ist bei der halben Höhe natürlich, wenn das das vertikale Stück ist, B1 halbe. Für 3 ist es 0, das liegt auf der X-Achse. Für 4 ist B2 halbe und für 5 ist es B2. Dann kann man natürlich die Produkte sofort rüber schreiben. A2 B1, B1 Quadrat halbe 0, B2 Quadrat halbe und A1 B2 halbe. Einsetzen, dann haben wir die Werte in der richtigen Einheit, die man heute halt oben hingeschrieben hat, sind hier 2 Quadratzentimeter, 2, 0
0,5 und 1,5. Alles summiert ergibt sich hier 12 Quadratzentimeter für das Produkt und für die Gesamtlänge 20. Ja, und dann kann man hergehen und kann dieses y quer sofort als Summe y i tilde l i, Summe i l i einsetzen. Danke. Das geht sich vorne auch nicht aus. Zweimal müssen wir es nehmen. Danke, ja. Das habe ich vorher gesagt und da nicht hergeschrieben. Ja. Das müssen wir doppelt nehmen, weil wir ja links und rechts haben. Ja. Nichtsdestotrotz muss man das da einsetzen. 12 und durch 20 dividieren. Und dann wird das y quer 0,6 cm. Teile, also für Bauteile, wo man sehr viele Einzelteile hat, ist es wahrscheinlich so systematischer. Man hat einfach nicht so sehr die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwo verrechnet, beziehungsweise nicht mehr weiß, welcher Term in der Summe ist jetzt, wo gehört jetzt welcher hin.